Hallo und herzlich willkommen zu einem Vlog, zum ersten Vlog im Jahr 2024. Ich bin selber erstaunt darüber, wie gut wir das aktuell mit den Vlogs hinkriegen. Will aber nichts versprechen und irgendwelche Kontinuität versprechen. Wir sind den dritten Tag frisch im neuen Jahr. Ich finde, die Frische des Neuanfangs hält noch ein bisschen nach. Kinder sind heute den ersten Tag wieder in der Schule und ich versuche mir jetzt zwei Vormittage, ich hoffe, das ist nicht zu windig, zwei Vormittage für mich zu gönnen, um Dinge zu tun, die ich eben die letzten zwei Wochen nicht tun konnte, weil da war ja permanent jemand an mir dran, um mich rum, bei mir, wollte was von mir. Also ich fand die letzten zwei Wochen eher sehr, sehr herausfordernd und anstrengend. Und das hat mir aber auch wieder so ein paar Themen aufgezeigt, die ich noch habe, die ich bearbeiten möchte, die ich bearbeiten muss. Und in diesem Jahr liegt mein Fokus wirklich darauf, auf Körperarbeit, auf Somatic Practice, auf Trauma Release, auf Stress Release, auf diese ganzen negativen Gefühle durch Somatic Practice, durch Körperarbeit aus meinem Körper zu kriegen, um mich frei zu machen, um frei zu werden, um groß zu werden, um Raum einzunehmen. Und mit Somatic Practice, also mit einer regelmäßigen Practice, habe ich vor ein paar Tagen schon gestartet. Das tut mir immer wahnsinnig gut. Ich habe auch in den letzten Wochen so ein paar neue Rituale, Routinen ausprobiert. Darüber wird es dann die nächsten Wochen auch Videos geben. Ich nehme euch da mit. So ähnlich wie ich das bei dem neurogenen Zittern gemacht habe, dass ich euch erkläre, wozu das gut ist, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Das gibt es so alles die nächsten Wochen zu sehen. Ich nehme euch also sehr intensiv auf meiner Reise mit und hoffe, euch einfach da mitnehmen zu können, inspirieren zu können, motivieren zu können, euch Tools zu zeigen, euch Dinge zu zeigen, die ihr vorher einfach nicht kanntet, die mir helfen und die euch dann entsprechend auch helfen können. Und Somatic Practice ist eben so ein Ding, wo der Körper dieses ganze Angestaute von Jahren, von Jahrzehnten lernt loszulassen. Und bei mir zeigt sich das dann immer, also einige weinen zum Beispiel, was vollkommen okay ist. An einem Punkt war ich, glaube ich, erst einmal. Bei mir zeigt sich das durch übermäßiges Gähnen. Ich mache Somatic Practice mit zwei verschiedenen Frauen. Und mit der einen, da kriege ich den Mund irgendwann gar nicht mehr zu. Und das ist aber ein Release. Gähnen ist ein Release. Und einfach dieses mir erlauben, meinen Körper sich bewegen zu lassen, Raum einzunehmen, groß zu werden. Und das ist natürlich nicht nur im Sinne von persönlicher Weiterentwicklung oder ich mache da jetzt irgendwelche Übungen, sondern das sind auch Schritte, die man geht, Gespräche, die man führt, Dinge, die man einfordert, Dinge, die man regelt. Und da hatte ich heute auch schon ein Telefonat und habe dafür einen Termin gemacht. Und es oft nicht angenehm, aber man tut es halt für eine größere Sache, für etwas, was wichtiger ist. Und ja, dabei begleitet mich sehr gerne wieder. Ich werde mich auch weiterhin an ASMR probieren. Ich habe sonst nie ein Problem damit, wenn ich ein Video hochlade. Also ich habe nie dieses, ob das den Leuten gefällt, ob das gut genug ist, habe ich nie. Bin kein Perfektionist. Aber bei ASMR bin ich einfach qualitativ nicht da, wo ich sein möchte, weil ich einfach keine Ahnung habe und mein Mikro nicht richtig eingestellt bekomme. Und es ist qualitativ noch nicht da, wo ich es möchte, aber es macht mir Spaß. Ihr fragt immer wieder nach neuen ASMR-Videos und deswegen bleibe ich da dran und probiere das aus. Und wer kriegt es raus oder halt nicht, wir werden sehen. Also auch damit wird es weitergehen und möchte so Social Media mäßig meinen Fokus mehr auf YouTube richten in diesem Jahr. Wir gucken mal, wo das so hinführt und wie sich das entwickelt. Und damit viel Spaß beim weiteren Vlog. So, ich muss ein bisschen was zu diesem Buch und um dieses Buch herum erzählen. Wer mir auf Instagram folgt,
hat schon gesehen und weiß, was jetzt gleich kommt. Und zwar mit Start heute, weil heute wieder so der erste Alltagstag im neuen Jahr ist, habe ich mir was vorgenommen oder möchte ich auch eine Art kleines Experiment ausprobieren. Und zwar mit den Kindern machen wir das schon fast ein Jahr lang. Nicht immer konstant jeden Tag, aber schon relativ regelmäßig und haben auch jetzt wieder damit begonnen. Und zwar habe ich ihnen versucht deutlich zu machen, ihr habt 14 wache Stunden am Tag und davon sind 4 bis 6 Stunden Schule. Und diese 4 bis 6 Stunden sollen euch nicht den kompletten Tag versauen. Und ich sage dann immer, richtet doch abends vor dem Schlafengehen oder auch morgens, wenn ihr aufwacht, nicht den Fokus auf diese 4 bis 6 Stunden, auf die ihr jetzt nicht so wirklich Bock habt, sondern auf das, was danach noch Schönes kommt an dem Tag. Und das halten wir dann tatsächlich immer fest. Also wir haben, also nicht immer, fast immer, halten wir fest, was diese eine Sache ist, auf die sie sich dann nach der Schule freuen können. Das kann sowas sein wie frisch gebackene Brownies, ein neues Spiel, was wir ausprobieren, ein Kaffeebesuch, ein Ausflug, ein bestimmter Film, den wir gucken, ein Experiment, was wir machen oder, oder. Und ich habe das jetzt so ein bisschen, oder ich möchte anfangen, das für mich zu übernehmen. Ich hatte das nämlich nochmal während der Rauhnächte auch in einem Buch gelesen, dieses such dir etwas und wenn du morgens die Augen aufmachst, hast du da so Bock drauf. Auf diese eine Sache und schon ist deine Energie morgens eine ganz andere. Und ich finde es gar nicht so einfach, so eine Sache jeden Tag zu finden. Weil ich auch ein Typ bin, der sich nicht schnell total krass über was freuen kann oder total excited auf irgendwas ist. Und weil ich ja auch schon viel für mich tue. Also eine Yoga-Einheit oder eine bestimmte Meditation wird dieses Gefühl von extremer Freude auf diese eine Sache nicht auslösen. Und deswegen muss ich jetzt so ein bisschen um die Ecke denken, ein bisschen größer denken und mal gucken, wo mich dieses Experiment hinführt. Heute war aber dieses Buch diese eine Sache. Und zwar hätte ich dieses Buch eigentlich in 24 Stunden durchgelesen. Ailey Hazelwood hat einfach diese Wirkung auf mich. Es ist so krass, ihr Schreibstil ist so wahnsinnig gut. Und ich wollte mir eigentlich erst die letzten 100 Seiten für heute aufsparen, dann sind es leider nur noch 50 geworden. Aber ich habe mich seit gestern Abend so wahnsinnig darauf gefreut, dieses Buch zu beenden, diese letzten 50 Seiten von diesem Buch zu lesen. Und das war für mich heute so diese eine Sache, mit der ich quasi gestern schlafen gegangen bin und heute aufgewacht bin, dass ich dieses wundervolle Meisterwerk zu Ende lesen kann. Und wenn ihr auf so romantische Bücher, wo so Enemies to Lovers Style, wenn ihr da auf der Suche seid, ich kann euch alle Bücher, wirklich jedes einzelne von Ailey Hazelwood empfehlen. Ich habe die alle im letzten Jahr gelesen und die sind wahnsinnig toll und ich habe die immer innerhalb von 2-3 Tagen durchgelesen. Zum Glück kommt im Februar schon ein neues Buch. Bin ich sehr froh darüber. Ich verlinke euch das Buch hier auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Ist auch ein Einzelband, ihr müsst nichts vorher von ihr gelesen haben. Wahnsinnig toll. Und das war heute diese eine Sache für mich, auf die ich mich gefreut habe. Und für morgen muss ich mir was anderes überlegen. Ich habe einen bestimmten Film im Kopf tatsächlich. Muss ich aber gucken, wann ich den schaffe. Ansonsten habe ich mir ja auch zu Weihnachten den 5. Heartstopper-Teil selber geschenkt und möchte mit dem einen Kaffee-Ausflug machen. Das wird aber, glaube ich, auch nächste Woche. Also ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich schaffe, mir jeden Tag so eine Sache vorzunehmen. Eigentlich ist das der Plan. Wir werden sehen, wie das so für mich läuft. So, was ich dann jetzt als nächstes tun werde, ich kann euch sehr... Ja, mein Handy... Okay, also ich kann euch sehr den YouTube-Kanal Sophie's Safe Space empfehlen. Sie macht oder sie betitelt das als fat-friendly Yoga, ist es definitiv auch. Könnt ihr aber auch einfach machen, wenn ihr nicht so gelenkig seid, euch beim Yoga es nicht um die sportlichen Höchstleistungen geht, sondern um das Gefühl dahinter.
Das finde ich macht Sophie so gut, so eine wertschätzende Arbeit. Und ich bin einen Tag zu spät gestartet. Heißt, ich habe gestern das hier gemacht und mache jetzt hier gleich mal diesen Shorty. Das passt mir ganz gut, dass der nur 10 Minuten geht. Und das Video von heute ist auch nur 12 Minuten. Finde ich auch super gut. Verlinke euch den Kanal auch auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Der nächste Teil gerade auf meinem Programmpunkt war ein Danceflow von Julia von Spiritual Living. Und zwar Embody Isis. Isis. Embody Isis. Deine Vergebung, deine Klarheit. Das ist ein Danceflow-Bundle, was ich mir schon Ende letzten Jahres von ihr gekauft habe und seitdem fast täglich benutzt habe. Ich verlinke euch mal ihre Instagram-Seite. Ich kann euch das sehr empfehlen, um den Körper in Bewegung zu bringen und auf diese Art und Weise seinen Körper zu heilen. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Der Vollständigkeit halber, das ist dann das, was die Kinder sich für heute Nachmittag gewünscht haben. Das gab es zu Weihnachten und das werden wir heute mal ausprobieren, anfangen. Genau, das haben die sich gewünscht. Und für morgen weiß ich das auch schon von den Kindern. Da haben die sich nämlich gewünscht, dass ich Brownies selber backe. Also die haben schon mal ihre Highlights für heute und morgen. Und ich habe gerade schon mit meinem Rauhnachtsritual für heute angefangen. Mache jetzt damit weiter. Heute ist für mich die 10. Rauhnacht. Ich habe schon gerade meditiert und werde jetzt hier noch ein bisschen journalen und mache auch gerade an einem Schreibworkshop mit. Ist heute auch der letzte Tag. Da werde ich auch meine heutige Aufgabe gleich noch hinterher schieben. Und dann endet auch schon meine freie Zeit heute, die ich, glaube ich, sehr, sehr gut für mich genutzt habe, weil das gerade super wichtig ist für mich, wieder in meine Kraft zu kommen, zu entspannen, Energie aufzutanken. Und das habe ich heute schon ganz gut gemacht. Und wie gesagt, für heute Nachmittag steht dann auf jeden Fall noch an, dass wir ein paar Seifen machen oder Badekugeln oder whatever da dann bei rauskommt. Und genau, und was dann heute Abend auch noch ansteht, ist, dass ich habe auch in diesem Jahr das 13-Wünsche-Ritual gemacht. Wie ihr seht, hier sind jetzt noch vier Zettel, also einer für die 10., für die 11., für die 12. Rauhnacht. Und dann bleibt am Ende einer übrig. Und das ist der Wunsch, für dessen Erfüllung ich in diesem Jahr verantwortlich bin. Und es ist definitiv ein anderer Wunsch wie die anderen letzten zwei Jahre, weil den Wunsch habe ich mir dann tatsächlich endlich erfüllt. Der musste nicht wieder hier rein. Das Galileo-Seifenset verlinke ich euch auf jeden Fall auch unten mit in der Infobox. Und ansonsten koche ich jetzt unser Abendessen. Das wird eine Minestrone. Ich weiß nicht, wie man das richtig... Also eine Minestrone. Freue ich mich schon sehr drauf, das dann zu essen. Und an dieser Stelle beende ich auch diesen Vlog. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuschauen. Wie gesagt, immer wenn ich sage, ich verlinke euch das, packe ich das unten in die Infobox. Guckt euch das gerne an. Und wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr auch wollt, dass dieser Kanal wachsen kann, dann könnt ihr Folgendes tun. Ihr könnt das Video liken, ihr könnt es kommentieren und wenn das auch einfach nur ein lieber Gruß an mich ist. Und ihr könnt das Video teilen mit Leuten, die vielleicht auch Bock haben, sich so einen random Alltagsvlog von mir anzuschauen. Weil dann merkt YouTube, das gefällt Leuten, das können wir teilen. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid alle gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!